Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und wir haben Kalenderwoche 16 der Replay Challenge. Endlich habe ich es wieder geschafft, eine neue Replay Challenge aufzunehmen und wir fahren mit Tiger 1892 vom kleinen AGB1 im KV5. Das ist der, ja, einer der Premium Panzer auf Stufe 8, ein schwerer Panzer und einer der seltensten, die man hier auf dem Kanal findet, denn tatsächlich ist er ein bisschen außerhalb der Meta, hat ein Hide-Tier Matchmaking, ein Special Matchmaking, das heißt, er kommt maximal in 9er Gefechte. Wir sehen ihn hier in einem 8er Gefecht mit 7 Unterstützung. Wir haben drauf nur eine 107mm Kanone mit 300 Schaden bei 186 Durchschlag. Hat zwar eine hervorragende DPM, aber 186 Durchschlag ist halt nicht die Welt. Darf man nicht so viel verlangen. Noch dazu ein russisches Rohr, nicht besonders genau. Auf Premium 219 Durchschlag. Da gibt es andere 8er, die haben auf Standardmunition mehr als der hier, also das Special Matchmaking macht auf jeden Fall Sinn. Und auf AE haben wir 54 Durchschlag bei 360 Schaden. In puncto Panzerung ist nicht so viel zu verlangen. Wir haben 190 mm von und ich glaube 180 mm frontal an der Oberwanne. Und das war es dann auch schon. Der passt auf jeden Fall super in Special Matchmaking rein. Und sollte auch nicht im Zug gefahren werden mit irgendwas anderem, also mit einem Löwen oder mit einem Tiger 2 oder ähnlichem, denn die haben das Special Matchmaking nicht. Das heißt, der käme dann theoretisch in 10er, da wäre er komplett verraten und verkauft. Absolut keine Chance mehr. So, wir fahren nach Minsk. Also Weißrussland. Und werden mal schauen, wie wir uns hier gleich durch die Gegend schlagen werden. Als typischer Häuserpanzer. Also gehört auf jeden Fall ins urbane Gebiet. Eine Artillerie, zwei Aufklärer und drei TDs. Der Rest sind Mediums und Heavies. Ah, traut sich keiner rum. Im Punkt der Sichtweite, ja, man sieht's. Ist ebenfalls nicht viel zu verlangen. Der ist fast blind. Typischer Russe. Traurig, aber so ist es nun mal. Was macht denn der Carnovon da? Ja, erstens ja Stock. Das ist leider schon mal die erste Tatsache. Zweitens, da weiß ich nicht so richtig, wie man damit spielen sollte. Ja, unterhalb vom Turmkranz geht natürlich was. Da sieht man schon 150 Schaden vom Carnovon. Hat die kleine Kanone drauf. Startmunition kann man da auf jeden Fall was machen, haben wir gerade gesehen. Da gibt es 162. Jo. Tschüss, Kardemann. Also Stockpanzer fahren hat mit Mut jetzt gar nichts mehr zu tun, sondern es ist einfach nur saudämlich. Es macht keinen Sinn, mit kleinen Kanonen irgendwo rumzufahren. Deswegen lasst das lieber sein. Hier ein bisschen Free XP rausholen und das Ganze dann sofort erforschen, dass man gar nicht auf die Idee kommt, mit der kleinen Kanone rumfahren zu müssen. So, der Gegner tobt sich hier an deiner Seite aus. Du bist im Sidescript-Modus. Keine Chance für den Gegner, da irgendwas zu reißen. Leo bleibt wieder hängen. Insgesamt 920 Schaden schon geblockt. Okay. Da sieht man mal, was die Kanone in puncto Genauigkeit kann, nämlich nichts. Das ist leider ein bisschen schade, aber was soll man machen? Sobald er wieder nach hinten gefahren ist, kann ich mal gucken, wo er hier die Treffer reinbekommt. So, gucken wir mal hier rein. Wo hat er denn gefressen? Hoppala. Also da haben wir einen Treffer bekommen, da haben wir einen bekommen. Der hier oben ist ebenfalls ein Weak Spot, da wo das Maschinengewehr ist. Kommandantenkuppel, glaube ich, dürfte kein Weak Spot sein. Also da wo die Optik ist, wenn man die wegschießt, dann sieht man halt nichts mehr, aber es gibt halt keinen Schaden verabreicht. Position hier ist gar nicht mehr so schlecht. Da gibt es wieder eine kleine Schelle für den Leo. Der versucht mit Standardmunition bei dir. Kriegt dafür gleich die nächste eingeschenkt, 326 Schaden. High Roll sozusagen. Ein Punkt der DBM kann er echt ordentlich austeilen, also kann er sich wirklich blicken lassen.
Was ihm halt fehlt, ist die Genauigkeit einer ordentlichen Kanone. Punkt Beweglichkeit ist nicht so viel zu erwarten, ist ganz klar. KV-5 ist ein schwerer Panzer. Hat nicht viel Leistung. Ja, da gibt es wieder einer eingeschenkt. APCR von 45 TP. Riesen Zielkreis. Unheimlich. Crusader SP hinten auf der A9 Position. Kann von da aus natürlich am besten austeilen. 1780 XP hat er insgesamt. HP hat er insgesamt. Das ist schon ordentlich. Damit kann man was anfangen. Ja, KV-3 kriegt eine. Bleibt bei uns hängen. Über 2100 Schaden schon geblockt. E25 kann nach oben fahren. Dem haben wir leider durchlassen müssen. Ne, am Turm hast du keine Chance. Zumindest nicht an der Turmblende. Oder Kanonenblende. Da kommst du auf jeden Fall durch. Wenn sie triffst, sehr schön. Tiger 2 muss ich hinter die verstecken. Ne. SIG prallt man da an der Seite auch mal ab, aber er bleibt eben auch mit 390 an dir hängen, trotz Premium-Munition. Hätte ich nicht gedacht. Wenn er eigentlich keine so schlechte Wumme. Also die 390 Alpha-Schaden ist nicht das einzige, was dem STG richtig gut steht. 122 mm Wumme, die kann auf jeden Fall ordentlich austeilen. Abgeprallt. Ah, Schuss ging nicht auf dich, sondern auf den Tiger 2. Hat er allerdings weggeschluckt. Jawohl, T71 DA kriegt eine. 285. Low Roll. 2405 Schaden ausgeteilt aktuell. Wir fahren auf Premium. Die einzige Munition, mit der man hier halbwegs vernünftig kämpfen kann. Was haben wir da? Was kommt denn da, Hallöchen? Hat der E25 gedacht, da kommt er oben raus, aber nö. Wird er sofort eingestellt. Und da holen wir uns den nächsten Kill. Kill Nummer 3. 2632 Schaden ausgeteilt. 3530 geblockt. Jawohl. So mag ich das. Kann sich echt sehen lassen. Da nochmal am Pantera ein bisschen eingewürgt sozusagen. Jetzt kommt der 45 dp. Aber man darf den KV-5 nicht komplett unterschätzen. Also ist es natürlich nicht, dass jetzt wirklich extrem schlecht ist. Aber er hat halt seine Defizite. Auch auf Stufe 8. Es gibt Panzer, die komplett oder deutlich besser sind. Er sucht ihn da einen Schuss rauszulocken. Macht auf jeden Fall Sinn. Und da können wir gleich rausnehmen. Denn wir laden schneller nach. Wunderbar. 10 zu 9. Kill Nummer 4 für dich. 3600 Schaden ausgeteilt. 3850 geblockt. Da vorne ist irgendwo ein Pantera. Der traut sich nicht rein. Denn da haben wir auf der 9 zu 0 Linie einen Steyr Waffenträger. Estiger ist noch ein Problem. Der kommt noch mit 390 Alpha um die Ecke. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Da ist der Pantera. Gib ihm. Schade. Probier das nochmal? Nö. So doof kann er doch nicht sein. Es kriegt er von der Arti aufs Dach. Okay. Und der STG ist One-Shot. Schlecht reagiert. Vom lieben Rosen. Es ist hoffentlich der Pantera fällig. Schlecht runtergefahren. Ah, schade. Wenn du genau zentral runtergefahren wärst, hättest du genau die richtige Position gehabt, um dem wirklich eine einzusammeln. Hat sich schon erledigt. Tiger 2 kümmert sich um den Pantera italienischer Stufe 8 Medium aus dem Forschungsbau. Quasi das Gegenstück zum Progetto. Nur von vielen schon erzählen lassen, dass sie den Progetto im Längen besser finden. Also im Längen nicht, aber ins ganze Stückchen besser finden. Trotzdem braucht man den Pantera natürlich, wenn man später zum Progetto 65 möchte.
Und da kann man die Crew schon mal ordentlich trainieren, wenn man den Bojado 46 dann hat. Macht ja Sinn. So, ein Tadeh noch übrig, ein schwerer Panzer und eine Artillerie. Vielleicht kriegen wir hier einen Krieger zusammen. Ein Amex 50-120, ein Rheinmetallbusig-Waffenträger und Crusader SP. Okay, sehr schön. Ja, also 33 km/h, das ist so das untere Ende der Nahrungskette bei 8er Heavys. Gibt natürlich deutlich schnellere, unter anderem Amex 50-100. Auch die anderen Russen sind ein Stückchen schneller. Aber das macht, glaube ich, nicht so viel aus. Zumindest im Topspeed sind sie ein bisschen flotter. Wenn es bergauf geht, dann sind sie alle dasselbe, nämlich lahm. Ohne Ende. So, wo steht die Arti? Wo steht der Deutsche? Rheinmetallbusig-Waffenträger. Wenn der die große Kanone drauf hat, dann kann sie richtig böse wehtun. Er hat schon auf jeden Fall gezeigt, dass er ordentlich was kann. Waffenträger holt sich den Tiger 2. Der war da zu forsch. Ja, jetzt ist es schwierig. Hier steht kein Wrack. Da wird bereits auf dich geschossen. Amix 50 gibt dir eine. Bleibt in der Panzerung hängen. 152 vom Crusader SP. Ja, die trauen sich da nicht raus. Der Gegner kommt da nicht raus, glaub's mir. Also entweder geht ihr auf Unentschieden. Was ist vom Steyr Waffenträger noch zu erwarten? 48 AP. Das ist nix. Das können wir lassen. Den nach vorn zu stellen. Das ist so mega schnell, finde ich den auch nicht. Leider. Na? Ah, Gegner capt oder sitzt das Ganze mehr oder weniger aus. Wartet darauf, dass ihr rausfahrt. Ist natürlich ein Fehler, hier rauszufahren. Zumal der AMX, glaube ich, ein bisschen mehr Sichtweite hat. Der Rheinmetallbusig Waffenträger auf jeden Fall mehr Sichtweite hat. Wenn der auf passives Spielen eingebaut ist oder eingerichtet ist, dann hat er eine Schere dabei. Und ein Ansetzer und einen Waffenrichtantrieb. Hast du keine Chance. Keine. Wo ist der böse Feind? Kommt da noch was oder eher nicht? Das ist jetzt die große Frage. Wir sind offen. Das heißt, entweder Beschuss gleich von links aus der Ecke. Nee. Auf jeden Fall gleich von der Artillerie. Dann dürfte immer noch hinten irgendwo auf der A1-Linie stehen und da können wir uns leider nicht richtig in Sicherheit bringen. Also alle drei Fahrzeuge vom eigenen Team sind hier drüben. Wenn es die gegnerische Arti geschafft hat, nach hinten ins Cap zu fahren, er ist zwar nicht der schnellste, aber es dürfte theoretisch geklappt haben. Zusammen mit dem ABX 50-100. Dann könnt ihr da theoretisch durchcappen, bevor ihr da wieder zurück seid. Seid chancenlos. Ansonsten natürlich hervorragend gespielt. Da gibt es nichts zu meckern. Ja, wo ist der böse Feind? Hm? Na, wo? Lorraine steht ja komplett ungünstig. Daneben, leider. Die kleine Kanone drauf, so wie es aussieht. Das heißt, er löscht uns mit dem ersten Schuss wahrscheinlich noch nicht ganz aus.
Allerdings würde sich gleich ein Steyr Waffenträger holen. Ganz sicher. Dürfte Bremen drin haben. Das merken wir gleich. Steht nicht mehr da. Hätte ich auch gemacht. Mich einfach so verdünnisiert. Einer steht im Cap. Steuerwaffenträger müsste jetzt direkt losfahren, um den Cap noch zu resetten. Der einzige, der es wirklich kann. Der zweite Fahrzeug im Cap, das werden wir wohl verlieren. Ja, tut mir leid. Könnt ihr das natürlich hier versuchen, noch auf den Rheinmetallbus-Waffenträger zu gehen? Steyr Waffenträger hat er sich auf jeden Fall schon mal geholt. Abgeprallt, ach bitte. Erzähl mir doch nichts. Das ist ja mal ein Witz, hey. Ja, das war's. In den Tod gerollt. Mit Premium kommt er natürlich locker durch. Haben wir keine Chance. 4046 Schaden gemacht, 4150 Schaden geblockt und 451 Schaden aufgeklärt. Lag nicht an dir, dass verloren wurde. Sondern da waren andere Mächte im Spiel, muss man ganz einfach mal so sagen. Ein Heike lieber gibt es, ein bisschen Gedöns, 26 von diesen hübschen Anleihen, ein bisschen Gezuppel und ein 1 ist das Ganze nur geworden. 933 Basis-XP geholt. Damit wärst du da drüben, Platz 3, obwohl die gewonnen haben. Ist alles klar. Warum nicht? Dann guck dir das mal an hier, Steyr-Waffenträger mit 1961 Schaden, T29, 1600 Schaden. Der Rest eher schlecht. Vom E25 kam gar nichts. Ja, was soll man dazu sagen? Vom 53 TP Markiows Gego an 344 hat einen Schuss angebracht. Von fünf Schuss abgefeuert, zwei haben getroffen, einer verschlagen. Absolut indiskutabel. Absolut indiskutabel. Am Ende fahren wir ein bisschen im Minus, weil wir halt recht viel Premium geschossen haben. Von 123.000 bleibt nichts viel übrig. 2.222. Mach mal minus 2,63 Kilometer sind wir gefahren. 28 Schüsse abgefeuert, 23 getroffen, 18 durchschlagen. Ist ein guter Wert dafür, dass die Kanone eigentlich eher ja deutlich unterm Durchschnitt ist. Und wir haben 14,5 Minuten knapp gespielt. Recht feine Runde. Ihr habt das, ja. Die Möglichkeit, da drauf zu klicken, wenn es euch gefallen hat, fein draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.